Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, schön am Glätten, sehr gut. Bad Kitty holt sich was zu essen. Guten Hunger. Dann fangen wir mal mit den Kommentaren an. Fangen wir auch bei Bad Kitty an. Ich habe ab heute Abend Urlaub, dann kann ich auch mal wieder an den PC. Hatte echt eine anstrengende Woche, bekomme aber eine Benachrichtigung auf dem Handy, wenn du live gehst. Ah, okay. Oh, die Skulptur ist fertig. Der Versuch mit Heuermann, alles klar. Dann schicken wir den ganzen Kram mal rüber. Also Kraftstoff. Machen wir mal einen Stack. Die Skulptur. Ich hätte gedacht, die wiegt mehr tatsächlich. Den Crafting Bot. Holz. So, wenn wir hier in die Mauer mal angucken, immer noch nicht. Aber gut, das war abzusehen. Die ist noch nicht beladen. Wir haben auf jeden Fall wieder sehr viel Stahl. Wir brauchen unbedingt Holz. Moment mal. Hier sind ja doch noch Waffen zum Einschmelzen. Wieso soll ich hier einen... Achso. Jetzt habe ich denselben Fehler gemacht, den ich in Dinom einmal gemacht habe. Diesen Stuhl hier gedacht, man hätte hier einen Stuhl hingebaut, obwohl hier keiner geplant ist. Okay, wenn wir jetzt hier noch einen hinmachen, wir schicken ja noch einen rüber, der kommt dann hier hin. Der wird dann für den hier sein, dann hätten wir drei von denen. Problem ist, ich baue Kacke, ist dann für den und für den zuständig. Also der hat dann drei. Lol, wir brauchen Uran. Hier ist gar kein Uran drin. Ja, dann können wir Stahl schon mal rüber schicken und High Grade. Zumindest können wir schon mal beladen. Wir machen 1000. Füllen auf mit Zement. So, machen wir weiter mit Dinoms Kommentar. Ole, Trippelfolge! Ja, wie gut das mittlerweile ist, 180p. Also 1080. Also 1080. So. Die Frage ist nicht, warum die Ressourcen fehlen, sondern die Frage ist, warum da nur ein Steinklopp-Robo die ganze Zeit arbeitet. Wo ist der andere? Ich schreib's nochmal. Die Steinmetztische bekommen jeweils ein Robo, der die ganze Zeit und ausschließlich nur für diesen Tisch zuständig ist. Okay, jetzt ist er wieder da, aber wo war der die ganze Zeit? Wahrscheinlich beim Zement?
Ja. Also die hier können nämlich, sind nämlich so eingestellt, dass sie die machen. Was hast du, hast du die letzten 3 Folgen nicht aufgepasst? Da habe ich das doch mehrmals gemacht. Dass ich baue dir nicht alles, das sind die hier, dass die den hier mitmachen. Weil der verbraucht nämlich auch Steine. Und ich baue dir Kacke, nur da drin zuständig ist. Aber da kommt ja jetzt noch ein dritter. Ich meine, ich kann dir auch gern noch einen vierten machen. Aber du wolltest ja für diese Teile nicht extra einen haben. Ich kann es natürlich auch so machen, dass die hier wirklich nur das hier machen. Und der hier ganz alleine die 3 Sachen. Weil ich habe mir halt gedacht, weil der hier genauso Steine verbraucht wie die hier, dass wir die alle die Steine verbrauchen halt zusammenkloppen. Ich meine, mir ist es im Endeffekt egal. Machen wir weiter. Bleiben nur noch Jugulas Kommentare. So, ich will das mit dem Rollen nicht thematisieren. 20 Minuten später. Ja, das war's grob mit den Rollen. Und keiner hat drauf geantwortet. Schande. Schande, Schande, Schande. Arbeite mal die Nachricht rechts ab, zumindest die, die gehen. Bewusstloser Kolonist. Warum? Wieso lädt er sich denn nicht auf? Der auch? Ich meine, wie kann ich den denn... Ich meine, er lädt sich ja auch andauernd auf. Ah ne, der liegt da auch. Wie kann ich den denn aufladen? Warte, ich dachte, das wäre ein anderer Mod. Aber wenn ich das richtig sehe, wird der hier drin aufgeladen? Oder was? Der muss auch noch da rein. Jetzt kann ich aber, wenn der da drin ist, nicht sehen, ob der seine Energie auflädt. Warum sind denn die Bots? Ach so, wegen dem Angriff. Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, der neue Dalek wird ja auch permanent aufgeladen. Also ich meine, der ist ja schon so lange hier und ist noch nicht einmal irgendwie bewusstlos geworden. Kochgelegenheit benötigt. Ja, wer braucht denn eine Kochgelegenheit? Welche Kolonie? Ich kann es nicht anklicken.
wahrscheinlich meine Kolonie. Jetzt muss ich, damit hier die Meldung weggeht, mir ein Lagerfeuer bauen, was nicht benutzt werden darf. Stell mir den Rotz denn hin. Das wäre mal schön, wenn ich wüsste, bei welcher Kolonie das ist. Vielleicht muss ich in jeder Kolonie was bauen. So, was haben wir denn? Wir haben noch ein paar Kampfkunst-Dummies. Wir haben hier einmal Bogenschießen. Keine Ahnung, wo ich das Teil hinstellen soll. Ich mach's einfach jetzt mal dahin. Den mache ich jetzt einfach mal. Dahin. Hier kriegst du auch noch so einen Sack. Fertig. Du müsstest genug haben. So, weiter im Text. Meine Güte, ich muss mal was trinken, ey. Das gibt's ja nicht. Mein Hals ist so trocken. So, Nachricht abgearbeitet. Okay, es war nicht bei mir. Müssen wir hier auch noch irgendeine unnötige Kochgelegenheit bauen. Setz du mal hier hin, damit sie danach ignoriert werden kann. Fürs Erste. So, machen wir weiter im Text. Yippie, hurra, hippie, piebel, kann ich nicht aussprechen. 100 Folgen! So. So, weiter im Text. Wie wäre es, wenn wir die Menschen, die überleben, nicht killen, sondern zu dir ins Gefängnis schicken? Das ist noch nicht fertig. Was muss ich denn noch machen? Ich muss noch machen Strom. Zumindest bis die hier aufgeladen sind. Aber ich glaube, Heuermann kann noch mal mit einer Fuhre Holz kommen. So, wo ist denn Holz? Da.
glaube, ich tue ein bisschen weniger Holz rein. Weil die nehmen ja immer mehr mit, als sie sollten, und dann sind sie nachher überladen. Ich habe jetzt zwar noch Holz, aber irgendwie wird hier nicht gebaut. So, ich guck mal, ob das jetzt funktioniert hat. Wenn ich die jetzt wieder hier raushole. Ob die jetzt wieder Energie haben. Nein, das hat damit also nichts zu tun. Wie lade ich die denn auf? Brauche ich so einen Androiden-Pod dafür? Weil das ist eigentlich ja ein anderer Mod. Also die haben nichts miteinander zu tun, die Mods. Weißt du was, wir tun den in die Kyro-Kapsel, den einen, testweise. Hier, du kommst in die Kyro-Kapsel, weil das ist ja eine besondere Kyro-Kapsel. Sehr cool, wenn die sich automatisch wieder neu platzieren würden. Keine Ahnung. So, ich muss weitermachen. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich habe mir jetzt ziemlich Zeit gelassen. So, wie wäre es? Nein. Bau mal Pilze an, wenn es geht. Nein. Habe ich mehr Handwerk als du? Wäre doof, wenn nicht, ne, als Schneider. Nee. Brauche ich Marmor? Du brauchst Marmor. Hey Mello, da ich dich ein bisschen ärgern mag. Und da die Folge noch nicht auf 1080p ist, wollte ich dir ganz, ganz, ganz dringend mitteilen, dass das längste Wort der deutschen Sprache mal Rindfleisch, Etiketten, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz war, aber das wurde aufgrund der Komplexität von den Politikern abgeschafft. Wie findest du das? Ich finde das richtig mies. Und mir ist es scheißegal. So viel dazu. Ach, geht doch. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug von dem hier. Jetzt muss das nur mal hier weggetragen werden. So, waren wir stehen geblieben.
Bin mal gespannt, ob da irgendwann mal ein Zombie rauskommt. So, Marmor. Wo willst du denn die Skulptur eigentlich hinhaben, die Norm? So, kopieren, einfügen, die Kalkmauer ist fast fertig. Nun gut, das war's dann auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao. Moment. Wo war ich? Ach ja, so. Ciao!